¿Sabes, papá? ¿Qué más te venía aquí? Sí, sí. ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Qué im Hintergrund eine morgendliche Rolle fest im Griff hat.
就考了名校的。The news is very big down when they have to learn that we are not only this thing out. So, the boy, with the technischen Sachen beginne, übergebe ich das Mikrofon dem Herrn Bürgermeister Herr Lappeke. In der Richtung, ja, man merkt so nicht schon. Da, sehr geehrter Herr Witz. Jetzt geht's wieder. Meine lieben Jugendlichen, Tischtennisfreunde, verehrte Gäste, verehrte Funktionäre, liebe Vorstandsmitglieder aus Bochum und Ortberg, lieber Bürgermeister, Bezirksrat, Kollege Grün, Stadtrat Mendel, Stadtrat Fuß, Stadtrat Schellenbauer, sind ja sehr viele in verschiedenen Funktionen mit anwesend. Ich darf Sie natürlich alle Jungen heute auf das Herzlichste begrüßen. Zur Austragung der Landesmeisterschaft im Tischtennis unserer Jugend. Es ist für die Stadt Bochum natürlich eine große Freude und zugleich eine Ehre, dass diese Austragung heute hier bei uns in der kleinen Stadt Bochum und in der Nachbarstadt Straubing stattfindet, beziehungsweise heute und morgen stattfindet. Und dass die Ausrichtung für unsere örtlichen aktiven Mitstreiter, wenn ich das so sagen darf, hier in Bochum auch wieder gelungen ist. Und ich darf Ihnen sagen, Sie sind hier in einem sehr historischen Ort, denn Bochum ist die Wiege des bayerischen Rauchenwartens. Und zwar darf ich das kurz mit dem Satz erläutern. Die Grafen von Bochum, die vom 8. bis 12. Jahrhundert hier residiert haben, haben die Weißgrauen Rauchen angeführt. Und ansonsten ist Bochum natürlich nur eine Geschichte vorhanden, da brauchen Sie nicht anfangen, sondern das können Sie sich vorstellen, Bochum. Liegt hier im Süden an der Donau und im Norden ist es die Eingangspforte zum Bayerischen Wald. Bochum ist eine schöne Wohnstadt in der Zwischenzeit und hat nach wie vor noch schöne Gebiete auszuweisen. Bochum ist zwischenzeitlich eine Schulstadt geworden, wir haben sie in den Schulen hier vor Ort, angefangen in der Grund- und Hauptschule bis hierher zu bringen. Zu den Dreifachturnhalle mitgehört, wo wir uns heute mit befinden, die Dreifachturnhalle. Wir gehören natürlich mit zwei Drittel dem Landkreis, mit einem Drittel der Stadt, so wie sie war, das war. Das war von der Stadt Bochum, unser örtlicher Vorsitzender Reich. Ich glaube, wir werden sicherlich hier die Möglichkeit haben, die Finger und das mit einzubauen. Ich bedanke mich für den Wunsch. Ich bedanke mich beim Bürgermeister für die Worte und möchte das Mikrofon dem Vorsitzenden des Sportvereins vom Ort der Jugend geben. Es alle sieben Jahre an der Bezirke vergeben werden. Euch, liebe Spielerinnen und Spieler, wünsche ich viel sportlichen Erfolg. Herzlichen Mitleider für einen harmonischen Reihungsmaß und Verlauf der Veranstaltung und den Zuschauern schöne und spannende Geschichte. Von der Bayerischen Landesschau für Kaninchenzüchter. So ist es heute einmal an einem Wochenende, wo viel los ist, die Landkreis Straubing erwogen und in der Stadt. Die Bayerischen Kaninchenzüchter haben eine Namensausstellung in Straubing und wir in Wogen haben die Bayerischen Tischtennis Jugendmeisterschaften und da freuen wir uns und da sind wir ganz, ganz stolz drauf. Ich möchte mich herzlich bedanken beim Veranstalter, dem Bayerischen Tischtennisverband, der uns die große Ehre angetan hat, diese Meisterschaft nach Straubing, nach Bochum und Straubing zu vergeben.
Wir freuen uns, dass wir würdig befunden worden sind, diese Meisterschaft, einen Teil dieser Meisterschaft auszuführen. Das ist sicher mit der Aktivität des TSV Oberwaldteich zusammen und einer, der sich sehr um diese Dinge gekümmert hat, arbeitet ja auch in meinem Amt, der Niedermann, der auch viel für diese Meisterschaft getan hat. Jetzt viel Freude, aber auch Erfolg und den Zuschauern zwei schöne Tage. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Landrat, für Ihre Aufmerksamkeit.